Und dann lasst uns ins erste Match gehen. Ein paar Leute online, die auch gerade am Spielen sind. Und jetzt geht's los. Ich habe schon seit Ewigkeiten wieder keine Leiter gespielt. Insofern, ich bin gespannt. Und gleich kriegen wir einen Zerg. Und sofort geht mein Puls ein bisschen hoch. Also die Anfänge, die ich gewöhnt bin von DBD. So. Okay. We require more minerals. We require more minerals. We require more minerals. Spawn more overlords. Und schon meckert sie rum, ich soll mehr Overlords spawnen. More overlords. Spawn more overlords. So, es ist ein CVZ, das heißt, wir müssen uns nicht ganz so sehr über den Creep Spread Gedanken machen. So, wir machen erstmal nochmal einen Aufbau, ne? We require more minerals. We require more minerals. So. We require more minerals. Noch ein bisschen. Beziehungsweise Spawning Pool. Ja doch, das ist okay. We require more minerals. So. Na? Yes! Oh, oh. Einer meiner Kumpanen. Keep up the good work. I will. So, einmal so. Spawning Pool ist gleich ready. Dann fehlt noch ein Overlord. Beziehungsweise haben wir den gerade gekriegt. So, zwei Queens spawnen. Und ich glaube, ich könnte... Erstmal Linkspeed. So. Okay. Sieht nach einer Hatch First aus. Ist gerade erst fertig. Es könnte auch ein Early Pool sein. So. Okay. Ups. Okay. Dann bauen wir noch ein Banding Nest. Können wir mal gucken, was er hier so macht. So, und wir bauen eine dritte Hatch. Our forces are under attack. So, wir gucken, ob wir die Queen rausgesniped bekommen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hat funktioniert. Hallo, Padrone. Freut mich, dass du reinschaust. Hallöchen, Hallöchen. Und hallo, Iso. Dankeschön. Du düst im Sauseschritt und bringst nur Liebe und Gesundheit mit. Dankeschön. Wünsche ich dir auch, Padrone. Ich habe schon angekündigt. Okay, es war ein relativ easy Game. Linkflat und ich habe gar nicht mal so sehr meine Dings vernachlässigt, meine Economy. Und wo ich gesehen habe, da ist noch nicht viel, konnte ich relativ gut einfach nur Link fluten.
Insofern kann ich mit dem Ergebnis, glaube ich, schon ganz zufrieden sein. Padrone ist ein echt ein super netter, insofern. Gut. Genau, also hat eigentlich ganz gut ausgesehen. Ich hatte noch nicht viel, oder? Units hatte er tatsächlich noch gar nichts. Oder drei Links. Ich habe 30 Links, also ich glaube, den habe ich. Okay, er wollte auf Roaches gehen, aber ja. Eieiei, vielen Dank für deinen Prime-Sub, Hiso. Vielen, vielen Dank. Isoisama wohnt jetzt im Fuchsbau. Sehr schön. Okay. Gut, das war ein gutes Match. Relativ einfach. Sie wie sie ist sowieso mein Favorite-Matchup, muss ich sagen. Da habe ich noch die meisten Erfahrungen oder meisten Erfolge mit. Oh, ich glaube, meine MMA ist ein bisschen gesunken. Vielleicht, weil ich ein paar Tage nicht gespielt habe, wer weiß. Okay, ansonsten ganz normales Matchup. APM. Ah, er ist aber auch ein Goldspieler gewesen. Okay. Ja, dann lass uns einfach weiterspielen, ne? Tails? Ja, Tails. Ich bin gerade dabei, eine Künstlerin macht für mich noch ein paar eigene, das ist ein voreingestelltes, noch ein paar eigene Alerts. Ich hoffe, sie meldet sich bald nochmal. So, cool. Ich habe mein erstes Match überstanden. Das ist schon mal gut. Ich freue mich ja immer, wenn ich gewinne, weil es immer noch so eine hibbelige Angelegenheit ist. So, ein Terraner. Okay. Terraner typischerweise Wall. Wenn er nicht so schnell ist, kann man da mit einem Ling Bane Bust auch ganz gut. Auch ganz gut was verreißen noch. So, warte, wir wollen nach da. Berstling, genau. Ich berste mich da rein. Das ist so super. Wir gehen mal hier hin. So. Oh, hallo Pyra. Einen wunderschönen guten Tag. Oh Gott, ich habe ein Match gespielt und ich bin schon wieder so nervös, dass mir so leicht, ich hasse das Gefühl, aber ich kann es leider nicht verändern. Ich glaube, ich habe eine Drohne zu viel gebaut. Das heißt, meine Hedge ist 3, 4 Sekunden delayed. Dürfte aber noch in Ordnung sein. Ja. So, dafür kann die jetzt direkt hier hin. Die kann. Das ist ein Terraner. Da will ich vielleicht nicht da hinten bauen. Dann machen wir das hier. Okay, ansonsten habe ich mein Opening ganz gut hingekriegt. Dadurch, dass du jetzt Terraner spielst und sofort Zerge, baust du immer zweite Base jetzt bei 30 Sekunden. 30 Sekunden ist für einen Terraner ein Ticken zu früh. Es ist gut zu expandieren, auch als Terraner, aber die machen das, glaube ich, so nach 2 bis 3 Minuten bauen die ihre zweite Base. So, dann bauen wir einen nächsten Ovi. So, ich muss es auch immer wieder wiederholen. Wenn ich StarCraft am Spielen bin, bin ich meistens etwas abgelenkter. Das heißt also, es kann gut sein, dass ich nicht immer gleich auf Chatnachrichten eingehe. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Dies ist Spaghetti-Soße, man tut sie auf die So. Nudeln. Sehr gut, Pyra. So, dann haben wir ein paar von denen. Und Drones, Drones, Drones. Okay, er baut eine zweite Basis. Das heißt, ich muss nicht unbedingt mit einem frühen Push rechnen. Linkspeed wäre vielleicht noch so ein Plan. So, sind die Queens? Sind gleich da. Einmal Creep spreaden. Einmal. Schnauze da drüben! So, wir Gereizt. machen einmal Der neue das. Stream mit Amarok. So, wir wollen nach 4 Minuten. Upsi, Supply blocked. So, Baneling Nest. Miffa unterstrich CSD sagt, das ist ein Ablenkversuch.
So. Okay, er hat sein Dings gebaut. Da ist meine dritte Queen. Hier. So, wir bauen eine dritte Basis. Bauen ein paar Links. Bauen ein paar Drohnen. So, wir gucken mal, was er da so hat. Er hat eine Factory, er hat noch eine Factory. Er hat irgendwie noch nichts. Dann bauen wir doch ein paar von denen. So, dann ist es mal Zeit für ein zweites Gas. Ein Leer wäre noch. So. Upsi. Upsi, hat er da gewallt? Okay. Dann machen wir doch Roaches, würde ich sagen. So. So, soll ich mich mal reinsprengen, gucken, was passiert? Leer. Bisschen Creep können wir auch noch gebrauchen. Ein paar Queens. So, Drones. Ich schätze mal, da werde ich beschossen werden. Gucken wir einfach mal, dass er seine dritte Basis nicht nehmen kann. So, und dann bauen wir ein paar Roaches. So, zwei Evo-Kammern. Die bitte mal dahin. Ich bin mal greedy und baue noch eine Base. Wir brauchen auf jeden Fall Roach Speed. G. Roaches. Upsi, okay. Dann bauen wir noch ein paar Hydras. Weil die sind toll. So, da rein. Spawn more overlords. Spawn more overlords. Okay. Okay. So, da rein, da rein. So, ich guck mal, ob ich da irgendwo eine Base denyen kann. So, ein bisschen Creep. So, ich gucke auch gleich wieder auf den Chat. Versprochen. So. Ist da was? Da ist eine Basis.
Ah. Sowas hat er da gebaut. So, dann... Noch keine vierte Basis. Ein paar Hydras bauen. Ein paar Roaches noch. Wie viel Vespingas habe ich eigentlich? Die rein, die da rein. Und die da rein. So. So, die Base hat er schon mal nicht mehr. Wie viele Arbeiter habe ich? Ich habe nur 57 Arbeiter, oh mein Gott. Ups, mit was kommt er an? Das ist ein... Ha, hat auch einen Drop gemacht. So. So, er hat seine Base schon in Sicherheit gebracht. So, und ich habe keinen Spawning Pool mehr. Das heißt also, wir brauchen hier ein paar Drohnen. Geh mal runter. So, wir brauchen einen Spawning Pool. So, ich glaube nicht, dass das genug ist, um mich so wirklich auszunocken. So, ich kann noch... So, wir sammeln mal. Dann gucken wir mal, ob wir das brechen können. Komm schon, Hydras. Ja. So, wir wollen noch mal ein Lair bauen. Da ist mein Spawning Pool. Wir bauen gleich ein Lair. So, jetzt muss ich natürlich seine Basis finden. Wo auch immer er sie jetzt hingeflogen hat. Ein paar von denen brauchen wir noch. So, ihr macht mal direkt das hier. Das hier. Er könnte wieder versucht haben, zurückzugehen. Oh, die kam von rechts. Warte. Ein paar gehen nach da. So, Roaches. Our forces are under attack. Ausgreift an. So, Zerklinge.
Und da ist seine Basis. So. Okay. 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 Ich brauche noch mal eine dritte Basis. Die ist weg. Ist da noch irgendwas? Das müssen wir auch mal so langsam kaputt machen, das Ding hier. Ein paar Drones, ein paar Queens. So, sorry, ich bin gerade super konzentriert. So, der Starport ist auch gleich weg. Gucken, wo er seine Basis versteckt hat. Hier nicht. Hier nicht. So, nein, 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 nein. Ihr geht schön auf die Basis hier. So. Oh, GG. Yes! Okay, zweites Match in Folge gewonnen. Das ist doch mal ein ganz guter Anfang. So, was habe ich verpasst? Hallo Playstone. Hi aus dem Lurk. Freut mich, dass du auch da bist. Habe ich noch irgendwelche anderen Leute verpasst? Wie gesagt, ich kann mich nur immer wieder dafür entschuldigen, dass ich nicht so auf den Chat achte, aber cool. Ich bin ein besserer. Ah, da oben hat er sich versucht, nochmal aufzubauen, aber er hatte nichts mehr. Ja, okay. Das Match war wahrscheinlich schon vor 5 bis 6 Minuten rum, aber okay. Und vielen, vielen Dank an alle Leute, die mich jemals trainiert haben, weil ich habe so viel. Hallo Kuka, einen wunderschönen guten Abend. Weil ich habe so viel über Makro gelernt und über Expansion als Zerg und so weiter. Also funktioniert gut. Meine APM lässt natürlich noch zu wünschen übrig, aber das ist völlig, völlig fein. Und es war ein cooler Base-Trade zwischendrin, den ich zugelassen habe, weil ich dachte, wenn ich seine ganze Economy vernichte, deswegen habe ich extra eine vierte Basis schon früh gebaut, dann konnte ich den Base-Trade ruhig zulassen, dann war das in Ordnung. Okay. Ja, schön. Ei, ei, ei. Cool. Okay. Venanli war da und ist erstmal wieder weg. Oh, tut mir leid, dass ich dich verpasst habe, Venanli. Freut mich, auch wenn du es jetzt dann wahrscheinlich nicht hören kannst, freut mich, dass du auch da bist. Oder warst. Pyra, Patrone. Keine echte Italiener. Venanli. Ah, der Venanli hatte das Quack. Das habe ich nämlich gehört. Okay, okay, okay. Ei, ei, ei. Ja, 2 Matches gewonnen. Wenn ich jetzt 1-2 verliere, ist nicht so wild. Bin jetzt schon hyper nervös die ganze Zeit. Voll krass. Lass uns auch noch eins spielen. Gegner von eben waren Gold 1. Das ist also ein Zeichen, dass ich da auch hinkommen kann. So, denkst mal, der spielt so eine Brood War-Taktik. Das kann natürlich gut sein. Ich kenne mich mit Brood War-Taktik, noch ein CVC. Salt, oh Gott. Mit Brood War kenne ich mich ja tatsächlich gar nicht aus. So. Okay, Free Win. Ich wollte gerade GLHF schreiben. Ja, wahrscheinlich hat ihn die Tatsache, dass ich meinen Overlord losgeschickt habe, hat ihn so gedingst. Oder er ist ein Smurf, der gerade noch ein bisschen am Downgraden ist. Ich habe keine Ahnung. Wobei, ich möchte niemandem was unterstellen. Insofern call ich mal nicht Smurf, sondern sage einfach, er musste ganz dringend aufs Klo. Oder so, ich habe keine Ahnung. Okay, ja gut.
Ich habe die leise Hoffnung, dass es gerade so reicht, dass ich haha, durch einen Free Win Gold 1 geworden. Super, oder? Okay. Auf dem Weg zum Platin-Spieler. Sehr schön, sehr schön. Ich mag zwar nicht so gerne geschenkte Punkte haben, aber es ist halt, wie es ist. Ja, noch vielen Dank an alle Leute, die gerade im Lurk sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen an meinem Spiel erfreuen. Okay, wir sind wieder auf Ancient Cistern. Gegen einen erneuten Terraner. Good luck, have fun. Hallo? Jetzt. Okay, wenn Dinge schief gehen. Ah, wenn Dinge schief gehen. Irgendwie ist gerade alles schief gegangen. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Egal. Und gut, vorher hätte sich der Terraner härter gemauert. Das kann gut sein. Er hat zumindest. Zumindest eine normale Wall gebaut. Also in der Main und in der Natural. Die kenne ich beide. So. Dahin und. Dahin. Spawning Pool. Okay, geht noch. Genau, also die normale Wall mit jeweils einem Supply Depot kennt man ja. Das ist so das, was, auf das ich am meisten treffe. Gott, ich vergesse meine ganzen Hotkeys. So weiß ich, wie Mara sich die ganze Zeit fühlt, wenn er so, oh, ich muss das und das und das und das machen. On Stream ist der Druck irgendwie noch so ein ganz kleines bisschen anders gefühlt. So. So. Zwei Queens. Linkspeed. Also gleich Linkspeed. Und Zerklinge. Okay, er guckt sich alles an. Er sieht, dass ich einen Pool habe. Er sieht, dass ich. Okay. Noch kein Baneling List habe. Aber jetzt eins haben werde. Okay, er hat noch keine zweite Basis. Injects. Creep. Noch eine Queen. Ein paar davon. Den Supply Block aufheben. Dritte Basis. Ist an sich schon ein kleines bisschen spät. So, Dings ist gleich fertig. Wir können das Leer auch gleich bauen. Und ich brauche Drohnen. Ein von denen. Guck mal, ob er sich eine Expansion gebaut hat. Wenn nicht, dann gibt es ein paar mehr Links. Nein. Oh, ich glaube, er ist gerade am rausgehen. Hat da gerade irgendwas gesehen aus dem Augenwinkel. Stopp. Ich hätte gerne mein Leer. So, ein paar Links brauchen wir.
Hellions, 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 böse. Okay. Dann, wenn er auf Mac geht, dann gehe ich auf Roaches. Bin ich ein Surround hin? Wissen wir noch nicht. Okay. Den können wir. Ja, den kriegen wir auch noch, oder? So, ein paar Drones. Spawn more Overlords. Spawn more Overlords. So, Overlords. Die Basis haben wir noch. Mist. Ja, ja, ist ja gut. Mist, das kostet mich so viel Economy hier. So, jetzt. Drones. So, 10 von 16. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist ein Move, mit dem hätte mich, wie heißt er denn? Unser guter Goldfinger. Fast rausgekriegt. So. We require more minerals. We require more minerals. We require more minerals. Okay. Und Widowmines hat er auch. Hellbats? Okay. We require more minerals. Hey. Okay. Das wird wahrscheinlich das erste Spiel sein, was ich für heute verliere. Herberts geht weg. Ich finde es super gut, dass er sich auf die Dings konzentriert. Er ist auch weg. So. Trotzdem nicht vergessen zu dronen. So, 1, 2. Geht mal hier hin. Du brauchst noch ein Gas. Wo ist er jetzt schon wieder? Mech. Ach, das ist die Widowmine. Nee, wo ist denn da die Widowmine? Da ist die Widowmine. So, jetzt haben wir erstmal alles so halbwegs sortiert. Warte, du gehörst da nicht rein. So, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept natürlich. Ich habe dafür Millionen von Queens. Bisschen Creep. So, ich habe auch noch... Warte, ich habe auch noch keine Upgrades für euch, oder? Das fehlt, das fehlt. So, endlich mal ein paar Roaches. So, wenn er mit Widowmines kommt, dann möchte ich aber auch gerne eigentlich einen Hydra denn haben. Damit ich die... So,
Was hat er jetzt gerade gemacht? Ich hab's nicht mitgekriegt. Overlords bauen, so. So, du stirb bitte, du blöde Banshee. So, die zwei, dann hätten wir gerne noch zwei Evo Chambers. Da und da, sieht doch ganz gut aus. Irgendwas habe ich falsch gemacht. So, da noch was rein. Da noch was rein. Hydra spawn. 56 Worker ist eigentlich immer noch zu wenig. So. Okay. Roaches. Wir gucken einfach mal. Ein paar Ravagers morphen. Einer geht noch. Vespingas. So. Dann, ich muss expandieren. Ich bin ein Zerg. Nachrichten. Overseer. Oh, Overseer. Mein Güte. Danke. Elementare Einheit für den Zerg. Overseer. Amarok. Derb. Sau gut. Du hast sowas von recht. Was man alles vergisst im Eifer des Gefechts. So. Einen lassen wir mal da. Er ist mittlerweile mit der Sicherheit auch auf drei Basen. Deswegen ist es mal gut, die Oversteers mitzuschicken. So, die Hydras kriegen ihre Upgrades schon. Jawohl. So, ihr kommt mal noch dahin. Für die Upgrades ein Infestation Pit. So, jetzt muss ich gucken, wohin er sich ausgebreitet hat. Mineral Field depleted. Wahrscheinlich hat er da eine. Verweils. Oh Gott, er hat Tore. Er hat ein DC. Game paused. Ah. Ich habe leider seine Planetary nicht bekommen. Er ist auch auf vier Basen, also er dürfte von der Economy wesentlich besser sein als ich. Ich gehe davon aus, dass ich es verlieren werde. Be right back, Küche. Alles klar. Ich gehe davon aus, dass seine Economy wesentlich besser ist als seine. Aber noch geben wir nicht auf. So. Ist da halt ein Dinger raus? Oh, es geht eigentlich. So. So, was haben wir hier? Noch drei. Noch ein paar von denen. Worker-mäßig sieht es okay aus. Ich muss mich erst ein bisschen aufbauen. Und ich glaube, ich nehme einfach eine fünfte Basis. So. Ich meine, ich habe ein bisschen was raussnipen können. Er hat nur einen BC.
Wir wollen auf jeden Fall noch einen Lurker, denn. Obwohl er ist Tech, er ist Mech irgendwie. Da sind Lurker so semi. Und die wollen wir auch noch haben. Kriegen wir die Fortress daraus? Fortress machen wir jetzt zuerst kaputt. Gott, bisschen Economy schädigen von ihm. So, meine Economy ist jetzt ganz okay. Okay. Kommen wir mal von der Richtung. Und es wird, glaube ich, auch Zeit, einen Spire zu bauen. Wo bauen wir es hin? Dahin. Und ein Hive. Der stirbt schnell. Die sterben auch schnell. So, wenn er nur Battlecruiser hat. Ich meine, deswegen baue ich jetzt das Spire. So, das hat mich zwar einiges gekostet, aber ihn auch. Ah! Er macht mich wahnsinnig. Es ist so spannend. Ich glaube, ich muss gleich das Spiel wechseln. Das ist mir noch zu spannend. Aber es ist cool. Es ist cool. So, ich weiß nicht, ob der Chat abgeraucht ist. Deswegen laden wir einfach mal den Tab hier neu. So. Wenn ich die Basis raus habe. Er muss jetzt noch mal einiges nachbauen. Ich nehme an, dass er auf den drei Basen da sein wird. Und dann, wenn er das ist, dann kann ich gucken, ob ich da hinten hin noch hingehe. Gut, der Battlecruiser macht mir jetzt nicht so viel Angst. Also auch eine Fortress, jawohl. So, das Ding muss eigentlich nur brennen erstmal. Tank muss weg. Die Worker müssen raus. Planetary Fortress muss weg. So. Der Battlecruiser muss raus. Stirb, Battlecruiser, stirb, stirb, stirb. Jawohl. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Ich weiß, man soll nicht auf den Kampf gucken. Ah, wir haben ihn gerade so gekriegt. So. Er kann tatsächlich auch nicht mehr viel haben, ne? So, meine arbeitslosen Worker können mal anfangen, hier zu arbeiten. So, wir gucken mal noch ganz kurz, ob er hier was hat. Wir bauen mehr Hydras, weil die haben sich bisher gut bewährt. Da ist nichts.
So, ihr kommt mal da runter. Wir müssen die Economy aufrechterhalten. Okay, die ganzen Arbeiter sterben wieder. Ich schätze, seine zwei Hauptbasen dürften wir sind. What? Okay, geschafft. Oh mein Gott. Ich habe übrigens bisher alles nur heute gewonnen, weil ich bisher noch gegen keinen Protoss spielen musste. Eieieiei. Okay, ich bin super angespannt, aber cool. So viel gewonnene Matches bisher. Und ich habe tatsächlich alles gewonnen oder vieles gewonnen, weil ich einfach die bessere Economy habe. Und ich habe die Hydras sind zugegebenermaßen besser gegen die Battlecruiser als gedacht. Ich schätze, gegen bessere Spieler kann ich das auch vergessen. Deswegen bin ich froh, dass ich das Spire gebaut habe. Ich habe es nicht gebraucht, weil ich setze Corruptors ungerne zu früh ein, weil mir dann die Army Supply verloren geht, erstmal gegen Bodeneinheiten. Corruptors können ja nur Luft und Gebäude beschädigen. Und ja, er hatte nichts mehr. Also Death Ball of Hydras, nach wie vor meine Spezialität, wie es aussieht. Zumindest bei der jetzigen Liga. Okay, aber nice, nice. Oh. So, ne, schon fast 100 MMA heute dazu bekommen. Ich glaube, ein Spiel mache ich noch. Ich habe ja alles gewonnen, ich kann ruhig eins verlieren. Mein Mindset kriegt es nicht gebacken, dass es total egal ist, ob ich gewinne oder verliere. Und ich denke, ich muss immer so einen Ausgleich haben. Das heißt also, ich habe jetzt viel gewonnen, also darf ich ruhig eins verlieren. Hätte ich jetzt meine ersten 2, 3, 4 Matches verloren, hätte ich gedacht, ah ja, dann kannst du ja, musst du ja noch eins gewinnen, sonst kannst du nicht aufhören. Also es ist total seltsam, was mein Gehirn dann mit mir macht. Ich nehme jetzt aber vor, das wird das letzte Match für StarCraft jetzt sein. Dann switche ich vielleicht einfach auf was Ruhiges wie Elden Ring oder sowas. Weil ich merke, ich bin sehr angespannt. Und Elden Ring ist dann so zum Runterkommen. So, wir haben noch mal einen Nee, es ist ein Random. Okay. Ich bin mal gespannt. Auf Neo Humanity. So. We require more minerals. We require more minerals. Wir bauen einen Overlord und wir bauen Drohnen. We require more minerals. Ich überlege, ob ich. Ich meine, für einen Early Pool ist es jetzt noch. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist, deswegen. Ich meine, noch nicht so. Ups. Zweite Basis. Genau, deswegen weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich so früh auf Bandlinge gehen muss. Einer da und einer da. Ah, ich. Ja doch, holen wir mal. Na, geht da. Dahin geht auch. We require more minerals. We require more minerals. Irgendwas ist falsch. Ich hab irgendwie die Reihenfolge ein bisschen vergeigt, glaube ich. So, jetzt müsste aber alles wieder stimmen. Okay, naja, die Reihenfolge war etwas komisch, aber passt noch, denke ich mal, im Rahmen. Und es ist ein... Oh, da habe ich meinen Protoss und er guckt direkt hier vorne. Schon mal gut, dass er die, ich nerve den armen Zerg-Spieler, der nichts dafür kann, mit meiner ersten Probe-Tot-Move nicht gemacht hat. Das ist so, oh. Ja, so gemein immer. So, Linkspeed. So. Schon einen? Oh, ich hab schon einen. Dann Drones.
hole mir da unten die Basis, weil die finde ich voll schick. So. Creep Spread. Das da. Das da. Gut. Ich könnte für Early Roaches gehen. Die funktionieren gegen Protoss gefühlt ein bisschen besser. So. Drei davon. Warte. Ich will Leertech haben. Warum habe ich so wenig Minerals? So, er hat da seine Wall. Die versuche ich mit Roaches zu durchbrechen. Und noch ein bisschen bessere Economy. Mineral field depleted. Spawn more overlord. We require more minerals. So. So. Depleted. Moment, ich bin gerade durcheinander. Roaches, die ersten Roaches kommen. So, da ist ein Phoenix. We require more minerals. Our forces are under attack. Mineral field depleted. Okay. Ist wahrscheinlich kein echter Phoenix. Mineral field depleted. Roaches. We require more minerals. We require more minerals. Warum habe ich so wenig? Ah, ich habe von allem zu wenig. Ist ja furchtbar. So. Wir wollen Geschwindigkeit. Nein. Ah, dammit. Nur die bitte. Von denen. So, mehr Roaches. Ich weiß nicht, ob ich schon die Armeestärke habe, die ich haben wollen würde für so einen Push. Wir können noch zwei Evo Chambers bauen. Zumindest meine Theorie. Könntest du mal. So, er hat einen Void Ray. Das ist schlecht für mich. Das heißt, wir bauen. Was baut man gegen Dings? Wir bauen einen Spire, oder? So. Warte. Jetzt weiß ich, was das Problem ist, warum ich keine Larven hier habe. Eieieiei. Das habe ich versaut. Sag mal, ich bin immer supply-blocked. Was ist denn da? Irgendwas, was stimmt denn nicht mit mir in dieser Runde? Reh, willkommen zurück. Guck am besten nicht zu. So. Also damit kann ich einen Early Roach. Nicht auf Creep kämpfen, nicht auf Creep kämpfen. So, wie lange dauert mein Spire denn noch? Auf jeden Fall wollen wir ein paar Upgrades haben. Und wir wollen auch hier ein paar Upgrades haben. Dann wollen wir ein Infestation Pit.
Schneller, wir wollen schneller in Infestation Pit. So. Worker ist ein Witz. Leider kein guter. Zumindest nicht für mich. Ich habe so wenig Worker, das ist eine Katastrophe. So, Muters. Mein erster Muter. So, ich brauche für Muters, aber... noch ein bisschen mehr davon. Mineral field depleted. So. Ich kann mir noch ein paar Roaches leisten. Mineral field depleted. The high class mineral field depleted. White Ray. Mrs. Queen. Möchten Sie das bitte, diesen... Basis rausgeschossen. Ich weiß nicht, ob gleich der Recall kommt. Oder... oh, okay. Alles klar, Amarok. Ich sag ja, es ist mein schlechtestes Matchup. So... wo ist denn das? Ja... könntest du mein Infestation Pit vielleicht heilen? We require more Vespin Gas. Was kostet ein Corruptor? 100? More Vespin Gas. So. Kommt mal da hinten hin, bitte. Rüber transferieren. So, der ist weg. We require more Vespin Gas. Hab ich da irgendwo etwas gegen. Meine armen Mütters. Na gut. Ich sag, das ist mein Worst Matchup. Ich komme gegen die einfach nicht an. Ach du Gott, was hat denn da? Was hat denn da? Hab ich da überhaupt irgendwas, was ich dagegen machen kann? Nein. Könntest du bitte ein Dankeschön. Warte. Ich muss meinen Gegenangriff starten, sonst wird das gar nichts. So. Noch ein paar von denen. Ihr geht da rein. So. Da rein. Sind hier zu viele von denen? We require more Vespin Gas. So. Paar von denen. More Vespin Gas. Mineral field. Überall gewollt. Mineral field. So. Da wollen wir noch Upgrades machen. Ich hätte gerne noch ein zweites Spire. Oh, ich habe einfach zu wenig Vespin-Gas. Ich baue mal eine Ultralisken-Höhle. Weil ich grundsätzlich vergesse, Ultras zu bauen. Und ein paar Corruptors vielleicht noch. We require more Vespin-Gas.
sieht's denn eigentlich aus hier? Mhm. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Er hat eine deutlich bessere Economy als ich. Und ich kriege meine Kontrollgruppen nicht unter Kontrolle. Hahaha. Was ist das? Was habe ich denn da kaputt gemacht? Hat er da einen Pylon? Mutation complete. The Hive Cluster is under attack. Wo ist meine... Da ist meine Drohne. Ein paar Corruptors, ein paar von denen. So. Nein. So. Die auch noch da rein, beziehungsweise die wollen wir da raus haben. Ultras. Echt? Wie habe ich mir denn die Economy leisten können? So, ich versuche dich zu beachten, Patrone. Es tut mir gerade ein bisschen leid, aber du weißt, glaube ich, wie das ist. Noch ein paar Muters dazu. So, die wollen wir da nicht drin haben, aber die wollen wir da drin haben. So, ein Recall. Mineral Field. We require more Vespin Gas. So. We require more Vespin Gas. We require more Vespin Gas. Ich habe also gar kein Vespin Gas. Ups, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Das ist noch nicht so ausgereift. Creep-Tumor ist jetzt noch verkraftbar. Ich muss hier hin, bevor er mir die Basis schon wieder zerschießt. Roaches, noch ein Ultra. Belagert er mich da hinten? So. Ich habe 46 Arbeiter. Das ist nicht gerade so viel. Ach, 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 Storm, Storm. We require more Vespin Gas. Null Särklinge oder irgendwas. Oh, macht da unten auch noch was? Sind das die Tees? Ich weiß es nicht. Na, GG. Mist, ich wollte das ins Replay reinschauen. Aber egal. Ich muss lernen, gegen Protoss zu spielen. Es sind diejenigen, gegen die ich am schlechtesten zurande komme, nach wie vor. Das ist immer noch völlig fein. So, drei Overminds würdest du einfach Linge bauen. Ach so.
Ah, Overmins, okay, das hattest du gemeint. Ja, du hast recht, ich hätte Linge tatsächlich bauen sollen. So, ihr werdet von Bots überrannt, Amarok. Ihr braucht Hilfe. Später, ich mache erstmal meinen Stream fertig. Oh, ja, 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 ja. So, aber ich brauche tatsächlich eine Pause von StarCraft. Das waren jetzt 5 Matches hintereinander, was für mich eine Wahnsinnsleistung ist. Das ist für mich super anstrengend. Es macht super viel Spaß. Ich muss mich mal von Mara oder von irgendjemandem, der Protoss spielt, coachen lassen, wie ich am besten gegen Protoss zurechtkomme. Weil wenn die in einem Makro-Game, das war jetzt auch ein Makro-Game, bei dem ich nicht so gut abgeschnitten habe, wenn ich dem Protoss zu viel Gelegenheit gebe, sich aufzubauen, dann überrennt er mich. Und eben war ich dann, ich habe einfach reingejolot und habe mich von Storm zerrupfen lassen. Ja, ich hatte halt einfach die Economy nicht. Mir hat so viel Gas gefehlt. Und Padrone hatte absolut recht, ich hätte einfach Dingens bauen sollen. Linge bauen können. Ja. ich kann euch später noch unterstützen, aber wie gesagt, jetzt gucke ich erstmal, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich gerade überlegen, was ich spiele. Ich könnte zur Entspannung ein bisschen Dead by Daylight-Runden machen, die sind immer ganz nett. Ich könnte ein bisschen Elden Ring spielen, wobei ich sitze hier gerade so bequem. Units, warte. Kill Count, ja gut. Kill Unit Count. Units trained. Oh, er hat unranked gespielt sogar. Ja, ich kam auch leider nicht dazu, irgendwie sinnvoll anzugreifen. Die paar Pylonen, die ich im Zerrupf habe, machen natürlich keinen Unterschied. Es war immerhin schon ein guter Versuch von mir. Wenn ich Entspannungsprops habe, kannst du mir was schicken? Aha. Also ich bin gerne für Vorschläge offen. Es war sogar halbwegs ausgeglichen von der Army Value her. Ich habe nur am Schluss den Kampf habe ich vergeigt. Er hat gar nicht so viel Army Value gehabt. Das muss ich mir im Replay später mal angucken. Ich bin leider direkt raus, anstatt auf Surrender zu klicken. Krass, ja, er muss eine unheimliche Bank gehabt haben. Also ich denke, er hätte unheimlich viel Luft gehabt, um, selbst wenn ich den Kampf jetzt gewonnen hätte, noch nachzuproduzieren. Krass. Krass, krass, krass. Upgrade Spending, ja, war seins auch besser, aber ich habe die Upgrades gebaut, die ich gebraucht hatte. Und Workers Active, hi, ja, 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 100 Worker. Das habe ich bei einem Protoss aber auch noch nicht gesehen. Und dass ich nicht über 50 rausgekommen bin, war halt ein Armutszeugnis für einen Zerg-Spieler. Na gut, Scout Pines, ja, das dachte ich mir. Dann weiß er nämlich, wo ich dann ungefähr bin. Das entspricht meinem Creep-Tumor, nehme ich mal an. Wegen dem Aim fällt mich das auf und er weiß, wo ich bin, ja, dachte ich mir. Weil die kosten nur 100 und wenn er so eine Economy hat von 100 Workern am Schluss, dann kann ich ihm 2 Basen rausschießen, da hat er immer noch 60 Worker übrig. Das ist ziemlich klasse. Na gut, so. So. Runde war gerade eine Katastrophe. Wir gucken uns später mal das Replay an. Ich habe jetzt aber gerade beschlossen, dass ich von StarCraft eine kleine Pause mache, weil ich habe jetzt 5 Matches, glaube ich, gespielt. Sehr erfolgreich, habe 4 gewonnen. Das letzte gegen den Protoss verloren. Aber ja, ist eigentlich ein bisschen höheres StarCraft, also hart gesmurft eigentlich. Ich finde es gut, dass ich gegen solche Sachen spiele, weil nur so kann ich lernen. Und ich fand vom Harassment her konnte ich sogar fast handeln. Ich finde, er hat zu viele Worker gehabt. Wenn ich es nur einmal geschafft hätte, jetzt durch seine Armee durchzukommen, dann hätte ich halt eine gute Position gehabt. Insofern. Und mir macht es eigentlich nichts aus, gegen Smurf zu spielen, weil irgendwann werde ich eh gegen bessere Leute spielen. Also wenn ich zumindest in der Theorie besser werde. Und stimmt, es war sogar ein Random gewesen. Durch Zufall hat er jetzt Protoss bekommen. Interesting, interesting. Er hat mich klein gehalten, ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, dass er besser gespielt hat als ich, war jetzt keine Überraschung die ganze Zeit. Ja. Na, Pyra. Protoss ist also ich finde, es ist ja, was ich sehr oft sehe in irgendwelchen Streams, beziehungsweise in irgendwelchen Salt-Videos.
Da beschwert sich der Zerg über den Protoss, der meint, Skytos ist unbeatable. Und dann kommt der Terraner und wettert gegen den Zerg, alles, was du machst, ist Link Bane und meine Bio ist tot. Und wenn das nicht reicht, schickst du einfach 40 Roaches hinterher, A-Moves und bla. Und der Protoss beschwert sich über den Terraner, der dann sagt, Terraner ist total OP, du musst eigentlich nur Stim A-Move machen und hast gewonnen. Also jede Rasse hat tatsächlich was für sich. Und jede Rasse hat tatsächlich auch was gegen sich. Und ich wage zu behaupten, dass zumindest in den unteren bis mittleren Ligen Zerge es am schwersten gegen Protoss haben, wenn die ein bisschen aus sich rauskommen. Dafür hat der Zerg halt immer den Vorteil im Early- und Mid-Game, wenn er es richtig spielt, dass er einfach rein YOLOen kann so ein bisschen. Und das ist das, was ich auch noch lernen muss, gerade gegen den Protoss. Ein Early Harassment mit Lingen einfach, dass er beschäftigt ist. Weil er hat mich ja beschäftigt gehalten, wie Patrono schon gerade gesagt hat, indem er einfach seine Void Race reingeschickt hat, kam dann mit so kleinen Überfalltruppen, mit ein paar Zealots und so. Das ist das, was so auf Mara-Level würde ich sagen, vielleicht ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen niedriger, so in der Kante, dass man einfach so kleine Run-Bys macht. Das kann ich noch gar nicht. Ich F2 noch viel zu viel. Und genau. So ist das. So. Jetzt nur die Frage, was spiele ich? Was spiele ich? Oder was mache ich? Machen wir ein bisschen, einfach nur ein bisschen Talk oder machen wir ein anderes Spiel, wie sieht's mit Elden Ring aus oder Dead by Daylight? Vielleicht ein bisschen Phasmo könnte man zur Entspannung spielen. Irgendwelche Ideen, Vorschläge? Ich muss gerade noch mal gucken, ob der Chat wieder abgeraucht ist. Moment, was haben wir denn hier? Phasmo? Auswahl, ja. Tales of Arise? müsste ich jetzt die PlayStation anschmeißen? Wobei es wäre, bei Elden Ring wäre es das Gleiche. Also genau, also die Auswahl ist Elden Ring, Dead by Daylight, Phasmophobia. Das sind so die drei, die ich jetzt gerade ein Sonic. Ich besitze kein einziges Sonic-Spiel, muss ich zugeben. Also Pyra hätte gerne Phasmo. Hättet ihr Lust auf Phasmo? Wie sieht es bei dir aus, Playstone? Vielleicht ist ja sogar ein Real Baxter im Chat, der Lust auf Phasmo hätte. Ein wildes Fritzelblitz. Ich muss gerade gucken, was ein Fritzelblitz für ein Pokémon ist, ob ich das haben will. Das ist knuffig, das nehme ich mit. Du darfst heute nicht mehr spielen, aber du darfst zugucken, oder? Ja, du darfst mitmachen. Also wenn, dann machen wir so zwei, drei kleine Gruppenrunden. Okay, also machen wir Folgendes. Ich starte Phasmophobia. Aber es hat Spaß gemacht. Also ich muss das tatsächlich öfters machen, mal wirklich StarCraft zu streamen. So, wir beenden kurz das Video für YouTube, wenn ich OBS finde.